Hi, ich bin die Janine und wir machen zusammen Workout 2 aus der Serie Stay Strong at Home. Die Serie soll dir helfen, von zu Hause aus stark und fit zu bleiben, bis wir uns dann wieder im Studio sehen. Die Übungen, die ich dir gleich zeige, drehen sich um den Unterkörper. Das heißt, wir trainieren die Beine, die Waden, den Po. Lass dir ruhig Zeit, das intensiviert einfach noch ein bisschen dein Training. Auch das Equipment, was wir einbauen, hast du auf jeden Fall zu Hause. Die Übungen zeige ich dir gleich. Ich packe dir die unten einmal rein und dann hast du den Trainingsplan noch online. Hau rein und hab viel Spaß. Ja, und auf geht's, würde ich sagen. Wir starten. Zuerst mache ich mir mal ein bisschen Platz. Ich schiebe mal den Tisch auf die Seite. Schon ein kleines Warm-up, fast schon geschafft, aber wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Für die Mobility, damit wir gleich ordentlich ins Workout starten, fangen wir mit dem World Greatest Stretch an. Ein großer Schritt nach vorne, der andere Fuß setzt zurück, bitte auf die Fußspitze. Achte darauf, dass dein vorderes Knie schön nach außen geht. Die Hand direkt neben den Fuß abstellen und einen großen Stretch nach oben. Die Schultern bleiben tief, der Bauch bleibt fest. Streck das hintere Bein ruhig schön aus, halte für einen kurzen Moment, setz wieder ab und zurück. Jetzt gleich auf der anderen Seite. Wieder einen großen Schritt, zieh nach hinten, vorderes Knie leicht nach außen, Bauch bleibt fest, Hand absetzen und nochmal nach oben ziehen. Halte kurz, zieh die Schulterblätter nochmal Richtung, Wirbelsäule schön fest zusammen, löse auf und schließe. Okay, als nächstes schnappen wir uns einmal einen Waschlappen oder was auch immer du hast, kannst gleich die Wohnung ein bisschen sauber machen. Machen einen Lunge auf die Seite. Das heißt, du stellst dich einmal mit einem Fuß auf den Lappen drauf. Achte wieder darauf, dein Bauch ist schön fest. Die Schultern sind tief und wir ziehen auf die Seite. Vorderes Knie leicht nach außen. Halte. Versuch dich ruhig ein bisschen zu steigern. Geh noch weiter nach außen. Okay? Und die Mundwinkel bleiben oben. Halte und setz zurück. Andere Seite. Bauch wieder fest und nach außen ziehen. Ganz kurz halten, vielleicht geht noch ein bisschen was mehr und lösen. Okay, Lappen weg, Workout kann losgehen, würde ich sagen. Als erstes machen wir eine Frontkniebeuge. Wir schnappen uns einen Wasserkasten. Du kannst immer gucken, wie stark du bist heute. Ich habe einen vollen genommen. Schau mal, was heute geht. Vielleicht geht morgen mehr oder heute, mal schauen. Okay, wenn wir den Wasserkasten gleich aufnehmen, achte darauf, dass du das rückengerecht machst. Das heißt, wir heben aus einem geraden Rücken raus. Schnapp dir den Kasten, zieh die Schultern gleich jetzt schon zurück und mach den Bauch fest. Geh nach oben, einmal umsetzen, festhalten. Okay, wir stellen uns schulterbreit auf, die Fußspitzen sind leicht nach außen. Bauch ist fest, Schultern tief, gib mir 10 Stück. 10. 9. Achte darauf, dass die Knie nach außen gehen. Wenn du nach oben kommst, Popo schön fest, Bauch bleibt stabil. Geh so tief wie du kannst. 5 haben wir noch. 4. Noch 3. Sehr gut. 2. Oh. Und der letzte. Gut. Einmal umsetzen und wieder mit geradem Rücken ablehnen. Gut. Wenn du magst, schüttel dich mal ganz kurz aus, weil das war es noch nicht. Machen 3 Runden davon. Gerne mal twisten. Kurz locker machen. Verschnaufen. Gerne auch einen Schluck aus der Flasche. Bei mir geht's noch. Wie ist es bei euch? Ganz kurz locker machen. Schultern lösen. Mundwinkel wieder nach oben ziehen. Und dann geht's weiter. Geh wieder nach unten. Jetzt hast du es drauf mit deiner Ausrichtung. Also Schultern nach hinten ziehen. Einmal nach oben. Umsetzen. Halten. Achte wieder darauf, dass die Ellbogen schön eng sind am Oberkörper, Schultern tief, Bauch fest, 10 Stück, 10, 9, sehr gut, 8, bleib dabei, 7, 6 haben wir noch, 5, 4, Knie sind nach außen, Popo ist fest, 2, einer noch und lösen, absetzen. Gerader Rücken, Bauch fest und locker machen. Sehr gut. Einer geht noch, würde ich sagen. Mach dich nochmal locker. Auch gerne mal auf die Schulter klopfen. Hast du gut gemacht bis jetzt. Kleiner Shaky Dance hilft immer. Okay. Bei der nächsten Runde versuch ruhig nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. Schauen wir mal, was heute geht, okay? Okay. Also ab nach unten.
Schultern tief, mach dich wieder bereit, Bauch ist fest und los geht's. Nimm wieder auf, umsetzen. Enge Ellbogen, Schultern tief, schulterbreiter Stand, denk wieder an den Bauch, los geht's für 10. 10, 9, noch 8. Wie schaut's aus? Geht noch was? Gleich geschafft. Letzten 5, 4, noch 3, 2, 1 und geschafft. Ich setze jetzt mal hier ab, weil jetzt merke ich die Beine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Einmal nach oben kommen, locker machen. Sehr gut. Gerne auch mal ein bisschen auslockern. Schnappt ihr auch gerne meinen Fuß. Knie auf einer Höhe. Hüfte nach vorne. Locker machen. Andere Seite. Durchatmen. Gut, locker machen. Okay, wir stellen das Ding jetzt zurück. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mit der nächsten Übung. Also Ding zurückpacken. Wie gesagt, du kannst ja verschiedene Kästen vorbereiten. Das heißt, vielleicht eine leere, eine mit ein paar mehr Flaschen, die voll sind, und eine, die komplett voll ist. Dann kannst du auch dich von Runde zu Runde sozusagen steigern. Gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Machen wir uns locker. Okay, die nächste Übung sind Pistol Squats. Ist eine ziemliche Killerübung, finde ich. Deswegen, ich fange an mit 3 Squats pro Seite. Du kannst gerne auch mehr machen. Du kennst deinen Körper, du weißt, was du schaffst. Versuche aber wirklich an die Grenzen zu gehen, okay? Also locker machen. Wir haben ja gesagt am Anfang, wir lassen uns Zeit für die Übungen, weil das intensiviert dein Workout, okay? Gut. Wichtig bei der Übung, dass du vor allem im Core ziemlich stark bist. Das heißt, ziehst den Bauchnabel ein, Richtung Wirbelsäule, richtig fest nach innen ziehen. Gut. Schultern sind tief. 3 Stück pro Seite, Bauch fest. Einmal Standbein leicht gebeugt, das gibt dir ein bisschen mehr Stabilität. Und dann geht's los. 1, Bauch fest. 2, 3. Und locker. Auslockern. Andere Seite. Für 3, 2 und 3. Gut. Voll perfekt, hat geklappt. Locker machen. Lass dir wirklich ganz kurz Zeit. Genieß auch mal die kleine Pause zwischendurch. Wenn es nicht gleich am Anfang klappt, ist gar nicht schlimm, weil es ist wirklich eine schwierige Übung. Du kannst dich auch wo abstützen, zum Beispiel. Das hilft dir. Einfach was auf die Seite. Auch gerne, wenn du den Sessel oder sowas hast, halt dich ganz kurz dran fest. Ist kein Problem. Okay, nächste Runde. Also du merkst, auch ich komme auf jeden Fall ins Straucheln. Wir fangen an, wieder 3 Stück. Schultern zurück, Bauch fest. Los geht's für 3. 3, 2, letzter, Bauch fest. 3, locker machen. Andere Seite. Lass das Standbein wirklich leicht gebeugt, das hilft dir total bei deiner Balance. Schultern zurück. Los geht's für 3. 3, denk an was Schönes. 2 und letzter und geschafft. Gut, zweite Runde, check. Gut, locker machen. Das könnte eigentlich deine Morgenroutine werden. Wenn du aus dem Bett aufsteigst, machst du erstmal ein paar Pistol Squats. Warum nicht? Andere trinken Kaffee, du machst Pistol Squats. Mach dich nochmal kurz locker, schüttel dich aus. Krone richten, weiter geht's. Letzte Runde, dann haben wir schon. Ja, die eine Seite. Mach den Bauch nochmal fest. Schulter nochmal tief. Und konzentriert arbeiten. Letzte Runde, 3 Stück. 3. 2. Letzter. Und locker machen. Andere Seite. 3. Zack. 2. Zack. Letzter. Oh, Jesus Christ. Geschafft.
Yes, das sind zwei Schulterklopfer. Locker machen, trink gerne einen Schluck. Dann hast du auch das geschafft. Gut. Okay. So, seid ihr bereit für die letzte Übung? Was macht man jetzt? Habt ihr Bock, noch ein bisschen die Beine zu trainieren? Ja, oder? Wir machen jetzt Ausfallschritte. Jeweils 5 auf jeder Seite. Danach machen wir ein paar Jumping Squats. Wie viele schaffen wir? Schauen wir einfach mal. Ich setze mal 5 an. Also 5 Ausfallschritte pro Seite, 5 Jumping Squats. Ihr merkt, wir arbeiten jetzt im Supersatz, das heißt 2 Übungen nacheinander. Danach gibt es erst die Pause. Gut. Ich finde, es tut mega gut, einfach Sport zu machen. Da muss man an gar nichts anderes denken. Hat wieder gute Laune danach, bisschen Muskelkater. Ist doch schön, macht Spaß. Okay, ich glaube, wir sind soweit. Mach dich also nochmal locker, nochmal kleiner Shaky Shaky, dann geht das. Also, wie gesagt, 5 Ausfallschritte pro Seite, danach gleich 5 Jumping Squats, kurze Pause und dann haben wir noch 2 Runden davon. Also, denk wieder bei den Lunges daran, dass du im Core fest bist. Das heißt, wieder Bauchnabel fest einzuziehen. Die Schultern sind wieder tief. Wir fangen an. 5 Stück pro Seite. 1, 1. Aufrecht nach unten gehen. 2, 2, 3, 3. Sehr gut. Halte durch. 4, 4, 5 und 5. Wie versprochen, die Jumping Squats. Knie nach außen, Bauch fest. 5, 4, 3, 2, 1. Locker machen. Gut. Schüttel dich aus. Schnall nochmal die Mundwinkel nach oben. 2 Runden mehr. Dann haben wir es geschafft. Okay, mach dich locker. Wie geht's euch da draußen? Alles schick? Ich glaube schon. Das schaffen wir jetzt auch noch. Durchatmen. Zeit lassen. Achtet bei den Jumping Squats darauf, dass die Knie trotz allem, dass wir schnell sind in der Bewegung, nach außen zeigen und dass du den Bauch trotzdem immer noch fest hast. Ja? Vielleicht geht bei der zweiten Runde ein bisschen mehr, geh ein bisschen tiefer. Wir starten. 5 Lunges. 1, 1, 2, 2, 3. Sehr gut. Bleib dabei. 4, 4. Letzte. Zack. Zack. Hau gleich 5 hinterher. Komm. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Sehr gut. Locker machen. Gut, gut, gut. Eine haben wir noch. Dann haben wir schon unser Stretching. Und dann kannst du wirklich stolz auf dich sein, was du geschafft hast. Mega gut. Also, durchatmen. Immer mal wieder auch die Beine locker machen. Zack, zack, zack. Da geht noch was. So. Ich würde sagen, letzte Runde. Gut durchgezogen bis jetzt. Gib einfach nochmal Vollgas, okay? Wir schauen jetzt nochmal, dass wir ein bisschen tiefer gehen. Atme durch. Letzte Runde. Auf geht's. Großer Schritt. 5. 5. Noch 4. Sehr gut. 4. Okay. 3. Bleib aufrecht im Oberkörper. 2. Knie nach außen. Einen haben wir noch. Hopp. Hopp. Und gib mir nochmal 5 Jumping Squats. 5. Knie nach außen. Zieh. 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 Und weil wir so gut drauf sind, eine noch. Sehr gut. Mach dich locker. Yes. Geschafft. Mega gut. Locker machen. Easy. Das war gut. Sei wirklich stolz auf dich. Bleib entspannt. Wir machen jetzt nochmal ein kleines Stretching, damit wir den Muskelkater ein bisschen verzögern können. Okay? Also, durchatmen. Ich finde, mir geht es jetzt auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ich hoffe, euch auch. FitX Family hält zusammen, gibt Gas. Okay, wir kommen am Boden. Gehen nach unten. Wir setzen jetzt ein Bein nach vorne. Schaut mal, das Knie ist nach außen.
Ein Bein nach hinten. Zieh dich richtig raus. Und dann legen wir uns leicht nach vorne. Es muss gar nicht zu weit sein. Vorsichtig. Und hier richtig reindehnen. Ihr spürt die Beinrückseite, der Oberschenkel wird aufgedehnt, der Popo auch. Schultern schön stolz nach hinten ziehen, weil das könnt ihr auf jeden Fall sein. Stolz auf euch, mega gut gemacht. Halte ruhig ein paar Sekunden hier. Das Stretching hilft euch auch in euren Übungen einfach besser zu werden, sprich ein bisschen geschmeidiger zu werden in den Übungen. Mega gut. Sind 2-5 Minuten ungefähr am Tag, die dir unglaublich helfen. Okay, dann die andere Seite nach vorne. Vorderes Knie wieder nach außen ziehen. Zack. Okay, du spürst ganz deutlich jetzt den Außen, also den Oberschenkel, Außenseite, Rückseite und den Po. Gerne, wenn du es verstärken magst, geh ein bisschen nach vorne. Gewicht ein bisschen verlagern, nach vorne schieben. Schultern bleiben zurück. Okay. Und nach hinten. Vorsichtig aufstehen. Einmal locker machen. Zweite Mobility-Übung, also Stretching-Übung. Ein Fuß zieht nach vorne. Mach das mal hier. Nach vorne. Vorderes Knie ist leicht nach außen. Und jetzt ziehen wir uns den hinteren Fuß einmal ran. Greifen. Oberschenkel wird gedehnt. Lass den Bauch auch hier fest. Schütze immer deinen unteren Rücken. Zieh dich zurück. Sehr gut. Ganz kurz noch halten. Gleich haben wir es geschafft. Super. Und wir lösen. Zack. Andere Seite. Vorderes Knie. Zieh wieder leicht nach außen. Und hol dir wieder deinen Fuß ran. Manchmal klappt eine Seite so ein bisschen besser als die andere. Das ist aber ganz normal. Versuch einfach durch dein tägliches Dehnen da ein bisschen Balance reinzubekommen, dich zu verbessern. Sehr gut. Gut. Ich würde sagen, das passt. Das reicht für heute. Wir lösen uns einmal auf. So, das war es jetzt auf jeden Fall mit unserem Workout. Also du merkst, ich bin auch ganz schön außer Puste. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall genauso viel Spaß wie ich. Das war jetzt Workout Nummer 2. Wir haben uns halt komplett um die Beine gekümmert. Wenn du noch mehr Workouts sehen möchtest, noch ein paar Übungen für dich zu Hause haben möchtest, geh auf unsere Internetseite fitix.de/workouts. Da kannst du auf jeden Fall dich noch inspirieren lassen, Übungen für zu Hause sammeln. Geh auf die Facebook-Seite von uns, Instagram. Hau rein, bleib positiv und bis bald. Ciao, ciao.